Hallo, moin moin und willkommen zu einem neuen Video von Juggler 66, Stunde der Wahrheit. In Abschnitt 3 lesen wir jetzt im Kapitel 2 Die Amerikas, der Jesuitenstaat Paraguay aus dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Die neue Welt fanden die Missionare der Gesellschaft Jesu für ihren Proselytismus, also Bekehrungseifer, weitaus geeigneter als Asien. Dort fand man keine alten und gebildeten Zivilisationen, keine fest etablierten Religionen, auch keine philosophischen Traditionen, sondern nur armselige und barbarische Stämme. Geistlich wie weltlich unbewaffnet gegenüber den weißen Eroberern. Nur Mexiko und Peru, die Azteken und Inka-Götter noch in frischer Erinnerung, widerstanden dieser importierten Religion recht lange. Fest etabliert hatten sich zudem bereits die Dominikaner und Franziskaner. Die Dominikaner, nicht vergessen. Diejenigen, die in Europa die Inquisition geführt haben. Und die das natürlich auch in diesem neuen Kontinent, in den Amerikas, getan hatten. Unter den wilden Stämmen, nomadischen Jägern und Fischern übten die Söhne Loyolas damals ihre verschlingende Tätigkeit aus. Abhängig von Feindseligkeit und Widerstand der jeweiligen Bevölkerung variierten die Resultate, die sie erzielten. In Kanada wurde ihr Katechismus, also das ist der mündliche Religionsunterricht, von den friedlichen und unterwürfigen Huronen problemlos angenommen. Deren Feinde aber, die Irokesen, griffen die um Fort St. Marien geschaffenen Stationen an und metzelten die Bewohner nieder. Binnen 10 Jahren wurden die Huronen praktisch ausgerottet und im Jahre 1649 mussten die Jesuiten mit etwa 300 Überlebenden die Gegend verlassen. Als sie durch die Territorien kamen, die heute die Vereinigten Staaten bilden, zeigten sie keine starke Wirkung und begannen erst während des 19. Jahrhunderts in jenem Teil des Kontinents Wurzeln zu schlagen. Auf sowohl Erfolge als auch Misserfolge stieß die Tätigkeit der Jesuiten in Südamerika. Im Jahre 1546 wurden sie von den Portugiesen gerufen, um auf deren Territorien, die jene in Brasilien besaßen, tätig zu werden. Bei der Bekehrung der Eingeborenen kamen sie viele Male in Konflikt mit den Behörden und anderen Orden. Das gleiche ereignete sich in Neugranada, das ist das heutige Kolumbien. Paraguay aber. Paraguay war das Ziel oder war das Land für die großartige Erfahrung jesuitischer Besiedlung. Na, was daran großartig ist, ja, der Autor tut das Wort Erfahrung hier zwischen Anführungsstriche. Ich hätte das Wort großartige in Anführungsstriche getan. Es ist niemals eine großartige Erfahrung, wenn man von Jesuiten besiedelt wird. Wenn man ein wunderbares, friedliebendes Land hat und man will Krieg und Zerstörung, dann muss man sich nur die Jesuiten einladen. Die Geschichte hat das wieder und wieder bewiesen und auch dieses Buch wird das wieder und wieder beweisen. Paraguay aber war das Land für die großartige Erfahrung jesuitischer Besiedlung. Warum finde ich diesen Teil dieses Buches, wo es um die Reductiones geht, die Reduktionen von Paraguay, so wichtig? Weil jeder Mensch in der Schule nur gelehrt kriegt von Marx und Engels, was natürlich nicht gelehrt wird, ist, dass das jesuitische Puppen waren, die so gesagt den Kommunismus erfunden haben. Nein, 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 nein. Der Kommunismus wurde erstmals zugepasst in den Reducciones in Paraguay. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Paraguay aber war das Land für die großartige Erfahrung jesuitischer Besiedlung. Dieses Land erstreckte sich zu jener Zeit vom Atlantik bis zu den Anden und bestand aus Gebieten, die heute zu Brasilien, Uruguay und Argentinien gehören. Einzige Zugangsmöglichkeiten durch den Urwald waren die Ströme Parana und Paraguay. Die Bevölkerung jenes Landes bestand aus nomadischen und unterwürfigen Indianern, bereit sich, solange sie mit ausreichend Nahrung und etwas Tabak versorgt würden, jedermanns Herrschaft zu beugen. Hier
finden wir bereits die ersten Attribute, die die meisten Menschen zeigen, warum sie also gerne im Sozialismus oder im Kommunismus eben wohnen. Gib mir mein Fressen und gib mir meinen Spaß, in diesem Fall den Tabak, ja, meine Entspannung, und dann, boah, interessiert mich der Rest nicht mehr. Wie sind die Leute heute? Gib mir meinen Job, dass ich mein Auskommen habe, lass mich noch ein bisschen Gras rauchen oder ein bisschen Alkohol trinken oder ein bisschen dies und das tun und dann habe ich meine Ruhe und dann kümmert mich der Rest des Lebens nicht mehr. Genau so waren diese nomadischen, unterwürfigen Indianer damals eingestellt. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, der Jörg übertreibt da ein bisschen, aber nein, schaut euch doch mal um. Schaut euch doch mal um in der heutigen Europäischen Union. Ihr denkt, dass der Kommunismus geschlagen wurde, als 1989 die Mauer fiel? Nein. Seitdem hat der Kommunismus uns eingepalmt, ohne dass wir es noch merken. Wir sind so in dieses System eingebettet, in dieses Sozialversicherungssystem mit Krankenkasse, mit Renten, mit Arbeitslosenversicherung und allem drum und dran, was wir nicht nur bezahlen, sondern wo wir auch die Vorteile von genießen. Wir sind heutzutage für alles, für jeden kleinen Firlefanz vom Staat abhängig. Ja? Und wenn ich vom Staat abhängig bin, dann ist das, weil der Staat derjenige ist, der meine Arbeit, oder besser gesagt die Früchte meiner Arbeit nimmt, damit das in seine eigene Kasse tut und das dann nach seinem Gutdünken wieder verteilt. Anstatt mir die Möglichkeit zu lassen, das nach meinem Gutdünken zu verteilen. So müssen wir unter anderem die ganzen Kriege für den Antichristen bezahlen. Das ist purer Kommunismus, in dem wir heute leben. Und die Paraguayaner, von denen wir jetzt lesen werden, sind die Ersten, die erfahren werden, was es heißt, im Kommunismus zu wohnen, weil sie eben, wenn ausreichend mit Nahrung und etwas Tabak versorgt waren, und das hat ihnen genügt. Wisst ihr, wie man sowas vor 2000 Jahren genannt hat? Genau, Brot und Spiele. So haben sie schon vor 2000 Jahren das Volk in Rom die Schnauze halten lassen, und so machen sie das heute auch noch. Ganz genauso. Fern jedes verderblichen Einflusses durch Weiße und Mestizen, das sind Mischlinge zwischen Weißen und Indianern, konnten die Jesuiten keine besseren Bedingungen vorfinden, um den vollkommenen Typus einer Kolonie zu begründen, eine Stadt Gottes nach dem Wunsche ihres Herzens. Und eine Stadt nach ihrem Gott. Paraguay wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts vom Ordensgeneral, dem vom spanischen Hofe alle Vollmachten übertragen worden waren, zu einer Ordensprovinz ernannt und der Jesuitenstaat blühte und gedieh. Besagte gute Wilde wurden ausreichend katechisiert, also religiös unterrichtet, indoktriniert mit universaler Gotteslehre. Römisch-katholischer Lehre, nicht Christentum, und darin ausgebildet, ein sesshaftes Leben zu leben, unter sanften wie auch strengen Regeln. Zitat: als einer eisernen Hand im samtenen Handschuh. Ende Zitat. Und genau so ist das heute auch, wenn ihr euch das doch nur mal eingestehen wollt. Eine eiserne Hand im samtenen Handschuh. Der Vatikan gebraucht, wie man das so schön im Englischen sagt, Soft Power und Hard Power, um sein Ziel zu erreichen. Also die weiche, die sanfte Macht und die harte Macht. Da können wir ein anderes Mal drauf eingehen. Aber eiserne Hand im samtenen Handschuh trifft das auch ganz gut. Diese patriarchalischen Gesellschaften ignorierten bewusst Freiheiten jeglicher Art. Gewissensfreiheit, Redefreiheit, Denkensfreiheit. Da haben sich die Indianer anscheinend nicht so viel draus gemacht, aber das hatten sie eben auch nicht. Diese patriarchalischen Gesellschaften ignorierten bewusst Freiheiten jeglicher Art. Die Jesuiten
sind die Feinde jeglicher Art von Freiheit. Alles, was der Christ, zwischen Anführungsstrichen, sonst hat und braucht, die Hütte, in der er haust, die Felder, die er bestellt, das Vieh, von dem er sich nährt und kleidet, die Waffen, die er trägt, die Instrumente, mit denen er arbeitet, selbst das eine einzige Tischmesser, das jedes junge Paar bei der Gründung seines Hausstandes erhält, ist Tupambak, Eigentum Gottes. Dem entspricht es, dass der Christ weder über seine Zeit noch über seine Person frei verfügen kann. Nur als Säugling bleibt er in der Obhut der Mutter. Aber kaum kann er laufen, so kommt er unter die Aufsicht der Patres und ihrer Beamten. Wie ist das heute? Die Kinder sind 2 oder 2,5 und kommen in die Krippe und kommen unter die Aufsicht des Staates. Nur als Säugling bleibt er in der Obhut der Mutter. Das ist heute nicht anders. Aber kaum kann er laufen, kommt er unter die Aufsicht der Patres und ihrer Beamten. Und das ist genau so heute. Es sind auch die Patres und ihre Beamten. Hey, sie haben einen anderen Namen, ja, aber es ist dieselbe Soße. Wächst das Kind heran, so lernt es, falls es ein Mädchen ist, spinnen und weben. Ist es ein Knabe, lesen und schreiben, aber nur in der Guarani-Sprache. Denn um jeden Verkehr mit den verderbten Kreolen, das sind Nachkommen der romanischen Einwanderer, abzuschneiden, ist das Spanische in den Reduktionen geradezu verpönt. Ja? Die Reduktionen, die Reductiones von Paraguay, da spreche ich ja von. Ein anderes oder deutsches Wort dafür sind Missionsterritorien. Reductiones, Missionsterritorien. Sobald das Mägdlein 14, der Knabe 16 Jahre alt ist, eilen die Patres, sie zu verehelichen und gestatten nicht leichterdings, einem oder dem anderen Teile längerledig zu verharren, wegen der Gefahr ihrer fleischlichen Gebrechlichkeit. Geistlicher oder Mönch darf keiner werden, geschweige denn Jesuit. Ihnen bleibt praktisch keine Freiheit mehr. Doch offensichtlich sind sie sehr zufrieden, materiell gesehen. In Reih und Glied unter Vorantragung eines Heiligenbildes ziehen die einzelnen Abteilungen morgens mit Gesang nach der Messe aufs Feld und in gleicher Weise kehren sie abends wieder heim zur Katechese und Rosenkranznacht. Es versteht sich danach fast von selbst, dass die Väter auch für angemessene Unterhaltung und Belustigung der Christen sorgen. Wie Väter sorgen die Patres für sie. Und wie Väter strafen sie auch etwaige Vergehen. Prügel, Fasten, Gefängnis, Ausstellung auf dem Pranger, der Plaza, öffentliche Kirchenbuße, das sind die Übel, die der Christ auch für die allerschwersten Verbrechen zu vergegenwärtigen hat. Die roten Kinder kennen demzufolge keine andere Obrigkeit als ihre guten Patres. Dass der König von Spanien eigentlich ihr Souverän ist, dessen sind sie sich kaum klar bewusst. Ist dies nicht ein Bild, das vollkommene Bild der idealen theokratischen Gesellschaft? Ist dies nicht ein Bild, das das vollkommene Bild der idealen theokratischen Gesellschaft karikierte? Doch sehen wir uns an, wie es sich auf die geistige und moralische Weiterentwicklung der Nutznießer jenes Systems, dieser armen Unschuldigen, wie sie vom Markgrafen de Loreto genannt wurden, auswirkte. Zitat: Die hohe Kultur der Mission erscheint daher im Grunde nur als ein künstliches Treibhausprodukt, das den Keim des Todes von Anfang an in sich trägt. Denn trotz aller Dressur ist der Guarani im Grunde geblieben, was er war. Ein fauler, stumpfsinniger, sinnlicher, gefräßiger, schmutziger Wilder. Er arbeitet wie die Väter selber versichern nur, solange er den Stecken des Treibers hinter sich fühlt. Sobald man ihn sich selber überlässt, lässt er gleichmütig die Ernte auf dem Feld verfaulen, die Geräte verwahrlosen, die Herden zugrunde gehen. Ja, es kommt vor, dass er in einem unbewachten Augenblicke auf dem Acker die Ochsen plötzlich ausspannt und schlachtet.
aus dem Flugholz ein Feuer macht und mit seinen Gefährten das Fleisch halb roh verschlingt, bis nichts mehr übrig ist. Denn er weiß zwar, dass er dafür seine 25 Hiebe erhält, aber ebenso, dass die guten Patres ihn unter keinen Umständen verhungern lassen. Ende Zitat. Aus dem Buch von Böhmer in Deutsch, Seite 115, fortfolgend. In einem kürzlich veröffentlichten Buch lesen wir hinsichtlich der Strafen der Jesuiten folgendes. Zitat. Der in ein Büßergewand gehüllte Missetäter wurde zur Kirche geleitet, wo er sein Vergehen beichtete. Dann wurde er dem Strafrecht entsprechend auf dem Marktplatz ausgepeitscht. Nicht allein nahmen die Missetäter diese Züchtigung stets ohne Murren entgegen, sondern auch mit Dankgebeten. Der bestraft und versöhnt gewordene Schuldige küsst die Hand desjenigen, der ihn schlug, und sagte: Möge dir Gott erstatten, dass du mich mit dieser milden Strafe von ewigen Leiden, die mir drohten, befreit hast. Dies gelesen habend, können wir Böhmers Schlussfolgerung vielleicht verstehen. Zitat: Nur durch einige wenige neue, aber hier zum Teil fast fremdartig anmutende Züge hat sich unter der Zucht der Väter sein Gefühlsleben bereichert. Er ist ein abergläubisch frommer Katholik geworden, der überall Wunder sieht und die härteste Selbstgeißelung als eine Art Genuss empfindet. Er hat gehorchen gelernt, er ist den guten Patres, die so treu für sein Wohlsein sorgen, mit einer zwar nicht sehr lebhaften, aber dafür umso zäheren kindlichen Anhänglichkeit ergeben. Dies gewiss nicht sehr glänzende Ergebnis beweist zur Genüge, dass in der Erziehungsmethode der Väter ein Fehler steckte. Aber worin bestand der Fehler? Offenbar darin, dass sie nie daran dachten, die Erfindungsgabe, den Tätigkeitstrieb, das Verantwortlichkeitsgefühl ihrer roten Kinder zu entwickeln, dass sie selbst im Spiel und Tanz das Ausdenken, überhaupt das Denken für ihre Christen besorgten, statt sie zum Selbstdenken anzuleiten, dass sie sich begnügten, ihre Pflegebefohlenen äußerlich zu dressieren, als sie zu erziehen. Ende Zitat. Ist doch heute auch nicht anders. Das ist doch eine perfekte Umschreibung dieses Systems, in das wir eingeboren werden. Ein System, das wir nur als falsch erkennen, wenn Gott uns ruft und uns die Bibel gibt. Und wir das wahre Wort Gottes lesen können und hören von: So ist das nicht bestimmt, dass wir leben sollen. So bestimmt der Antichrist, dass wir leben sollen. Aber christlich ist das nicht. Überhaupt das Denken für ihre Christen besorgen, wie es hier steht. Christen, Katholiken. Die Indianer sind hier von den Jesuiten katholisch erzogen, nicht christlich erzogen. Das muss man sich immer vor Augen halten. Immer wenn hier christlich und sowas steht, außer ich benachdrücke es wirklich richtig, dann heißt das katholisch. Ja? Und dass die hier nicht zum Selbstdenken angeleitet werden, sondern dass sie sich begnügten, ihre Pflegebefohlenen äußerlich zu dressieren, als sie zu erziehen. Genau das ist heute auch so. Man wird in dem System, in dem wir leben, auch nicht zum Selbstdenken erzogen. Und das ist eben das Problem. Und dann, wenn man dann seine bestimmten Zeiten in der Schule und alles durchlaufen hat, dann meinen manche Leute wirklich, dass sie denken können, indem sie einfach von hier und da irgendwelche Parolen übernehmen. Und so funktioniert unsere Gesellschaft heute. Wie auch anders, wo sie doch selbst eine 14 Jahre währende Anlernzeit durchlaufen hatten. Wie sollte das denn auch anders sein, wenn sie als Kind erst die freie Zeit hatten, bis sie von den Patres aufgenommen wurden und, wie ich hier vorher
vorgelesen hatte. Das kaum konnte er laufen, wie das hier gestanden hatte. Ja, dem entspricht, aber kaum kann er laufen, so kommt er unter die Aufsicht der Patres und ihrer Beamten. Ja? Wie kann sowas denn anders laufen, wenn ich so anfange und dann halt erzogen werde in der Schule heutzutage und da eben auf die andere Weise in Paraguay damals im 17. Jahrhundert? Wie auch anders, wo sie doch selbst eine 14 Jahre währende Anlernzeit durchlaufen hatten. Wollten sie den Guaranern und ihren weißen Schülern das selbstständige Denken lehren, wo es ihnen doch strikt verboten war? Kein früherer, sondern ein zeitgenössischer Jesuit schreibt in diesem Fall. Und wir lesen das von François Charmont, La Pédagogie des Jésuites, ja, die Pädagogik der Jesuiten. Wir lesen darin, Zitat, er, der Jesuit, wird nie vergessen, dass eine kennzeichnende Tugend der Kompanie der Gehorsam der Tat, des Willens und sogar des Urteils ist. In entsprechender Weise sind sämtliche Oberen an Höhere gebunden und der Generalobere an den Heiligen Vater. Eingerichtet wurde dies, um die Autorität des Heiligen Stuhls allumfassend wirksam zu machen, und der heilige Ignatius war sich sicher, dass künftig Unterricht und Bildung ein zerrissenes Europa zurück zur katholischen Einheit bringen würden. Ende Zitat. Es geschieht in der Hoffnung, die Welt zu reformieren, schrieb Pater Bonnour, dass er insbesondere zu diesem Mittel griff, der Unterweisung der Jugend. Was hatte Hitler gesagt? Gebt mir die Jugend und ich erobere damit die ganze Welt. Ne? Gebt sie mir, wenn sie jung sind. Und genauso ist das heute noch. Deswegen gehen wir von klein auf an in Kindergarten, Krippen und in die Schulen, wo wir ausgebildet werden, so wie der Antichrist es will, weil er uns nicht die Bibel lernt. Lernen gegen das Lernen. Medici lernen. Geht nochmal zurück auf meine Lesung von Herrscher des Bösen, wenn euch das nichts sagt. Da wird das alles deutlich erklärt. Die Bildung und Erziehung der Eingeborenen Paraguays geschah nach denselben Prinzipien, die die Patres anzuwenden pflegten. Gegenwärtig anwenden und anwenden werden. An jedem und überall. Ihr von Böhme beklagtes Ziel, das aber in den Augen jener Fanatiker ideal ist. Verzicht auf jegliches persönliches Urteil, jegliche Eigeninitiative, blinder Gehorsam gegen die Oberen. Ist dies nicht jene von Roquette gepriesene Freiheit in ihren höchsten Formen, die Befreiung von den eigenen Fesseln, die wir bereits erwähnten? Tatsächlich wurden die Guaraner durch die jesuitischen Methoden mehr als 150 Jahre lang dermaßen befreit, dass als ihre Meister während des 18. Jahrhunderts die Gegend verließen, sie zurück in ihre Wälder gingen und zu ihren alten Bräuchen zurückkehrten, als wäre nichts geschehen. Man könnte über die Reductiones von Paraguay noch eine ganze Menge mehr sagen. Aber bevor ich da stundenlang drüber ausweite, möchte ich euch ja auch noch ein bisschen eure eigenen Untersuchungen lassen. Ich habe hier auf Google einfach mal das Suchwort eingegeben, Reduktion Paraguay. Und da gibt es einige interessante Dinge, die man darüber lesen kann, auf Deutsch. Und den Link zu dieser Suche werde ich hier mit einarbeiten in die Beschreibungsbox des Videos. Dann könnt ihr euch das anschauen und könnt ihr das gerne mal selber untersuchen. Dass die halt damit geschafft haben, den Jesuitenstaat da zu gründen. So, und das war nur ein Vorläufer dazu, dass sie in der Einweltreligion, die sie nachstreben, die ganze Welt jesuitisch machen. Das, was sie damals in Paraguay zuerst gemacht haben, haben sie danach in Russland, in der Sowjetunion, in größer gemacht und machen sie im Augenblick weltweit. Und die Menschen merken es nicht. Denkt da mal drüber nach, lest das selbst ein bisschen, erforscht das selbst ein bisschen. Es muss ja nicht immer nur das sein, was ich euch hier erzähle,
Aber was Edmond Parry in diesem Buch hier darüber zusammengetragen hat, ist schon sehr wichtig und interessant. Wir kommen zum Abschnitt 4. Die Jesuiten in der europäischen Gesellschaft. Na, das ist ein Thema, da kann man ein eigenes Buch oder einen ganzen Bücherband drüber schreiben. Ganz sicher, wenn man bis in die europäische Gesellschaft heute des 21. Jahrhunderts geht. Aber wir fangen an im Kapitel 1 mit der Lehre der Jesuiten. Was ist die Lehre der Jesuiten? Die pädagogische Methode der Gesellschaft besteht zuallererst darin, dass die Schüler von einem großen Netz von Gebeten umgeben werden. So schreibt P. Charmont, ein Mitglied der Gesellschaft Jesu, weil hinter seinem Namen steht das Kürzel SJ, Societas Jesu, Society of Jesus. SJ steht immer für Angehöriger des Ordens der Kompanie von Jesus. Später zitiert er den Jesuiten Pater Tacchini, der lebte zwischen 1838 und 1905. Zitat: Möge der Heilige Geist sie erfüllen, wie Alabaster mit Wohlgerüchen gefüllt werden. Möge er sie derart durchdringen, dass sie mit der Zeit in der Lage sein werden, immer mehr himmlischen Duft und Wohlgeruch Christi einzuatmen. Auch Pater Garnier hat einen Beitrag. Zitat: Lasst uns nicht vergessen, dass Bildung und Erziehung, wie sie die Kompanie versteht, der jenem der Engel ähnlichste Dienst ist. Ende Zitat. Habt ihr das gut verstanden? Lasst uns nicht vergessen, dass Bildung und Erziehung, wie sie die Kompanie versteht, wie sie die Gesellschaft Jesu versteht, der jenem der Engel ähnlichste Dienst ist. Es ist ein Engelsdienst, es ist ein Gottesdienst, wenn sie diese Bildung zwischen Anführungsstrichen und Erziehung zwischen Anführungsstrichen auf die Völker loslassen. Ein Engelsdienst. Später hat Pater Charmont dies zu sagen. Zitat: Es soll nicht unsere Sorge sein, wo und wie Mystizismus in Bildung und Erziehung eingeführt wird. Nicht geschieht es über ein System oder künstliches Verfahren, sondern durch intensive Einflussnahme, durch Endosmose, das ist permanentes Eindringen. Man nennt das auch Gehirnwäsche. Der enge Kontakt mit Meistern, die buchstäblich von ihm durchdrungen sind, führt dazu, dass die Seelen der Kinder imprägniert werden. Ende Zitat. Von demselben Autor lesen wir: Das Ziel des Jesuitenprofessoren mit seiner Unterweisung verfolgt er nicht das Ziel, eine intellektuelle christliche Elite, sondern Elite-Christen herauszubilden. Oh, gut gehört? Da ist ein kleiner, feiner Unterschied. Mit seiner Unterweisung erfolgt der Jesuitenprofessor nicht das Ziel, eine intellektuelle christliche Elite, sondern Elite-Christen herauszubilden. Diese wenigen Zitate informieren uns hinreichend über das grundlegende Prinzip dieser Pädagogen. Betrachten wir nun, wie sie besagte Elite-Christen herausbilden und welche Art von Mystizismus in die ihrem Bildungssystem ausgesetzten Kinder eingegeben oder eingeimpft, eingeschleust oder hineingepumpt wird. Das meinte ich mit Gehirnwäsche. Ja? Welche Art von Mystizismus wird in ihrem Bildungssystem ausgesetzten Kindern eingegeben, eingeschleust, eingeimpft? Wie werden ihre Gehirne weichgewaschen, weichgespült mit dem Mystizismus? Wie mache ich das? Zuvorderst, und das ist charakteristisch für diesen Orden, den Orden der Gesellschaft Jesu, die Jesuiten, zuvorderst finden wir die Jungfrau Maria. Ignatius hatte sich zum geistlichen Ritter der seligsten Jungfrau gelobt. Der Mariendienst bildete den Grundton seiner religiösen Andachten und ging von ihm auf seinen Orden über, wo er eine solche Aufnahme und Ausbildung fand, dass man oft und nicht ohne Grund behauptet hatte, die Marienverehrung sei die eigentliche Religion der Jesuiten. Das können wir nachlesen von Huber in seinem Buch. Und wo können wir das in der Bibel nachlesen?
dass Maria Verehrung empfangen soll? Ich kann euch sagen, die nächsten paar Absätze in diesem Buch gehen so stark darauf hin, da wurde mir richtig schlecht, als ich es gelesen habe. Aber noch viel schlechter wird mir, wenn ich mir eingestehen muss, dass die meisten Menschen das heute so einfach schlucken. Die Leute, die sich katholisch nennen, die schlucken das und die machen das. Die haben da kein Problem mit. Die Marienverehrung ist die eigentliche Religion der Jesuiten, natürlich, weil es ist die Verehrung der Trinität, der babylonischen Trinität, Vater, Mutter, Kind, Mutter, Semiramis, die Mutter des Gottes, so wie es Alexander Hislop bereits beschrieben hat. Nachdem Nimrod gestorben war und Semiramis Tammuz geboren hat und Tammuz zum Sonnengott ernannt wurde, war sie die Mutter Gottes. Und das übertragen sie eben auf Maria. Und diese Marienverehrung hat eben ihre Wurzel in Babylon. Schaut euch nochmal an, von Babylon nach Rom, wenn ihr es nicht mehr wisst. Dies wurde von keinem Protestanten geschrieben, was ich gerade eben vorgelesen hatte, sondern von J. Huber. Der war Professor für katholische Theologie. Also, es ist nicht das hier der Autor Edmond Paris, der ein Protestant ist, oder ich, Jörg, der ein Protestant bin, oder irgendein anderer, der ein Protestant ist und sowieso gegen die Lehre Roms ist und die Lehre Roms aufdeckt. Nein, es ist hier Huber selber, der sagt, Ignatius hatte sich zum geistlichen Ritter der seligsten Jungfrau gelobt. Der Mariendienst bildete den Grundton seiner religiösen Devotion und ging von ihm auf seinen Orden über, wo er eine solche Aufnahme und Ausbildung fand, dass man oft und nicht ohne Grund behauptet hat, die Marienverehrung sei die eigentliche Religion der Jesuiten. Aus dem Munde von Professor Huber, Professor für katholische Theologie. Aus dem Munde der Organisation des Antichristen selber. Nicht protestantische Schriften. Nun, Loyola war davon überzeugt, dass ihn, als er die Übungen verfasste, die spirituellen Übungen, Spiritual Exercises, die Jungfrau inspiriert hätte. Ein Jesuit sah in einer Erscheinung Maria, wie sie als Zeichen ihres besonderen Schutzes die Kompanie mit ihrem Mantel bedeckte. Ein anderer, Roderich von Gua, war von ihrer unbeschreiblichen Schönheit derart verzückt, dass man ihn in die Luft aufsteigen sah. Ein Novize dieses Ordens, also des Jesuitenordens, der im Jahre 1581 in Rom starb, wurde bei seinem Kampf gegen die Versuchungen des Teufels durch Jungfrau bewacht. Sie gab ihm, um ihn zu stärken, von Zeit zu Zeit von ihres Sohnes Blut sowie die Süßigkeit ihrer Brüste. Auch dies schreibt Huber in seinem Buch. Na, dann hat die Jungfrau ja nicht allzu viel bewirkt mit dem Blut ihres Sohnes und mit der Süßigkeit ihrer Brüste, weil der Novize starb ja doch. Duns Scotus' Lehre von der unbefleckten Empfängnis wurde mit Begeisterung vom Orden aufgenommen, der diese durch Pius IX. Im Jahre 1854 zum Dogma erklärte. Nun, wer ist Duns Scotus? Duns Scotus ist Johannes Duns Scotus, ein Scholastiker, das heißt eine auf die antike Philosophie gestützte christliche Dogmen verarbeitender Philosoph und Theologe, der lebte zwischen 1266 und 1308. Dieses 13. Jahrhundert, die Zeit zwischen 1200 und 1300, ist anscheinend sehr wichtig für die römisch-katholische Kirche, weil dieser Duns Scotus, also Johannes Duns Scotus, lebte zur selben Zeit wie, ja, Thomas von Aquin. Den hatten wir ja schon öfter mal gesprochen und der kommt auch später hier nochmal an und wird genannt. Und dieser Johannes Duns Scotus hatte die Lehre der unbefleckten Empfängnis mit Begeisterung vom Orden aufgenommen, der durch Pius IX. 1854 zum Dogma erklärt wurde. Erasmus,
das war dann ein bisschen später, im 16. Jahrhundert, stellte die Marienverehrung seinerzeit satirisch dar. Während des 14. Jahrhunderts wurde das Märchen von Lorettos Haus erfunden. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich habe darüber gelesen damals in dem Buch Babylon Mystery Religion von Ralph Woodrow, das Haus von Loretta. Da kommt das drin vor, da habe ich davon gelesen. Was ist das Haus von Loretta? Weil das ist dieser große Witz und es geht im Grunde über das im 14. Jahrhundert ist das anscheinend passiert. Ja. Dieses heilige Haus der zwischen Anführungsstrichen heiligen Familie, also Josef, Maria und Jesus, das Kind von Nazareth, soll, welches Haus hatten die denn da überhaupt? Ja. In der Bibel steht da nicht viel von drin, aber irgendwo werden sie ja gelebt haben. Und dieses Haus soll halt von Nazareth, soll nach im 15. Jahrhundert niedergeschriebener Legende auf wunderbare Weise über Zwischenstationen am 7.9.1295 nach Loretto gelangt sein und in einem Lorbeerhain aufgestellt worden sein. Nein, nein, nein. Nicht auf wunderbare Weise. Ja, wenn man das liest in Babylon Mystery Religion, Engel haben das Haus dahin versetzt, ja, in 1295. Darüber wurde halt im 15. Jahrhundert geschrieben, oder im 14. Jahrhundert. Das ist dann angeblich im 4. Jahrhundert passiert. Ja. Angeblich wurde dieses Haus von Engeln aus Palästina geholt. Die Jesuiten begrüßten und stützten diese Legende. Canisius, das ist Petrus Canisius, der erste deutsche Jesuit, der lebte zwischen 1521 und 1597. Er war auch mit ein Gründer der Jesuiten, des Ordens, einer der ersten sechs von Ignatius Loyola. Dieser Petrus Canisius fertigte sogar Briefe Mariens an und es begann dem Orden großer Reichtum nach Loretto zu fließen. Genau wie das in Lourdes oder auch in Fatima in Portugal und anderen Plätzen passierte. Zitat: In dem Jahre 1597 erschien eine sehr merkwürdige Litanei, also eine Bittgebetsvorgabe, zu den Heiligen und Freunden Gottes, deren Gedächtnis, Reliquien und Heiligtum in der Kirchen des Heil, Erzengels und Himmelsfürsten Michaels nach uraltem katholischen Gebrauche demütig verehret und herrlich aufbewahrt worden, mit angehängtem kurzen Verzeichnis, zu was Zeit in jeder derselben Heiligkeit gelebt oder gelitten habe. Nebst 9 ansehnlichen Kreuzpartikeln in der Litanei angemerkten Heiligtypern, die Jesus merkwürdig gemacht hat, wird gesprochen von Reliquien vom heiligen Schleier Maria, von Kleidungen und, was über alles ist, von allerlei Büschlein Haare samt einem Stück vom allerheiligsten Kamm. Stellt sich hernach, Pater Pontan, Jakobus Pontanus, ein Humanist von 1542 bis 1626, die Jungfrau Maria wieder im Geiste schon größer vor, so weiß er sich auch nichts Schöneres zu denken als ihre Brüste, nichts Süßeres als ihre Milch und nichts Vortrefflicheres als ihren Bauch. Ende Zitat aus Buchers sämtlichen Werken. Diese Zitate über die Marienverehrung ließen sich endlos fortsetzen. Ignatius wollte, dass seine Jünger eine spürbare oder sogar sinnliche Frömmigkeit ähnlich der seinen haben sollten, und sie hatten offensichtlich Erfolg. Kein Wunder, dass sie derart erfolgreich bei den Guaranern waren. Dieser erotische Fetischismus passte zu jenen vollkommen. Die lieben Patres aber dachten stets, er würde zu den Weißen genauso passen. Da das Fundament ihrer Lehre eine völlige Verachtung des Menschen als solcher ist, sind Weiße oder Rote ein und dasselbe, und beide sind zu behandeln, als wären sie Kinder. Sie arbeiten also ohne Unterlass daran, diesen Geist und diese götzendienerischen Praktiken zu vermehren. Infolge des Einflusses, den sie über den Heiligen Stuhl, für den sie unverzichtbar sind, ausüben, zwingen sie dies der römischen Kirche, trotz des Widerstandes, der allmählich zugenommen hat, auf. Zitat: Der Pater Barry, das ist Paul de Barry, zwischen 1585 und 1661, verfasste eine Schrift, Le Paradis ouvert à Philagie par sans dévotion à la Mère de Dieu.
Das kann man ungefähr so übersetzen: Das Paradies, das sich einer Philargie öffnet über 10 Devotionen der Mutter Gottes, welche auf dem Grundsatz basiert, dass es gleichgültig sei, wie man in den Himmel kommt, wenn man nur hineinkommt. Tja, also da kann ich jetzt noch mal irgendwie drüber hinweggehen. Da muss ich doch mal eben an die Bibel denken. Der Pater Barry verfasste eine Schrift, welche auf dem Grundsatz basiert, dass es gleichgültig ist, wie man in den Himmel kommt, wenn man nur hineinkommt. Es gibt aber nur einen Weg in den Himmel. Jesus Christus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist nicht gleichgültig, wie man in den Himmel kommt, wenn man nur reinkommt. Man kommt nur auf einem Weg in den Himmel. Da liegt schon mal der ganz große, zumindest wenn man die Bibel dabei berücksichtigt, Grundsatzfehler der Lehre des Pater Paul de Barry. Demnach werden nun eine Reihe äußerlicher Andachtsübungen zu Maria aufgezählt, welche ebenso viel Himmelsschlüssel sein sollen. So zum Beispiel der Maria den Morgen- und den Abendgruß sagen, den Engeln häufig den Auftrag geben, Maria zu grüßen, den Wunsch zu äußern, ihr mehr Kirchen zu bauen, als alle Monarchen zusammengetan haben, Tag und Nacht in Armbandform einen Rosenkranz oder das Bild der Jungfrau zu tragen und so weiter. Dergleichen reicht zum Seligwerden aus, und sollte der Teufel in der Todesstunde dennoch Anspruch auf unsere Seele erheben, so braucht man ihm nur einfach zu bemerken, dass Maria für uns einstehe und er die Sache mit ihr auszumachen habe. Ende Zitat. Also, das ist die Lehre der Jesuiten. Das ist katholische Lehre, dass Maria für unsere Seele einsteht und der Teufel das bitte schön mit ihr auszumachen habe. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und er ist unser Fürsprecher beim Vater, nicht beim Teufel. Der Teufel hat schon mal gar nichts mit unserer Seele zu tun. Aber er ist derjenige, der uns retten kann und nicht Maria. Ja? Dass Maria für uns einstehe und er die Sache der Teufel mit ihr auszumachen habe, das glauben Katholiken? Könnt ihr euch das vorstellen? Wie betrogen muss man sein? Wo steht denn auch nur irgendetwas von dem, was ich gerade hier vorgelesen habe, wo steht doch nur irgendetwas davon, bitteschön, in der Bibel? In seiner Pietas Quotidiana Erga est de Maria, also das ist ein Marienbüchlein, in Buches sämtlichen Werken von München 1819 kann man das sehen, empfiehlt Pater Pemble, das ist der Vorstand der Marianistenkongregation der Gelehrten in München, folgendes: Zitat. Sich Geißeln oder Ohrfeigen geben und die Schläge durch die Hände Mariens Gott aufopfern lassen. Mit dem Finger, wo nicht mit dem Messer, den heiligen Namen Maria auf die Brust schreiben oder ätzen. Sich bei Nacht hübsch ehrbar zudecken, damit die frommen Augen Mariens nicht beleidigt werden. Der Jungfrau Maria sagen, dass man geneigt wäre, ihr seinen Platz im Himmel einzuräumen, wenn sie nicht schon einen eigenen hätte. Wünschen, dass man lieber nicht auf der Welt oder gar lieber in der Hölle wäre, wenn nicht Maria gelebt hätte. Keinen Apfel essen, weil Maria von der Schuld des Apfelessens frei geblieben, und dergleichen läppische Dinge mehr. Ende Zitat. Das alles wurde im Jahre 1764 geschrieben. Doch braucht man nur ähnliche heutzutage in großer Zahl erscheinende Schriften oder nur die katholische Presse zu überfliegen, um nachzuweisen, dass diese zügellose Götzenverehrung 200 Jahre lang doch nichts anderes tat als wachsen und Blüten treiben. Der späte Papst Pius XII., Eugenio Pacelli, hat sich hinsichtlich des Eigentums, tat sich hinsichtlich des Eigentums Mariens hervor. Unter seiner Regierung glich sich ein Großteil der römischen Kirche an. Überdies versuchen die Söhne Loyolas, die stets darauf bedacht sind, mit dem Zeitgeist konform zu gehen, bis heute. Nicht nur, wo der Autor das Buch schreibt, 1975, wo er es veröffentlicht, sondern bis heute, 2017.
und darüber hinaus diese mittelalterlichen Kinderlichkeiten anzupassen. Und es gibt mehrere unter der Schirmherrschaft des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung von diesen lieben Patres herausgegebene Schriften. Fügen wir dem die Skapuliere, das sind Schulterüberwürfe verschiedener Farben mit ihren entsprechenden Tugenden hinzu, die Verehrung von Heiligen, die Verehrung von Bildern, Reliquien, die Verteidigung von Wundern, die Herz-Jesu-Verehrung, dann bekommen wir eine Vorstellung von dem Mystizismus, mit dem die Seelen der Kinder imprägniert werden, durch ihren Kontakt mit Meistern, die von ihm durchdrungen sind, wie P. Charmeau im Jahre 1943 schrieb. Es gäbe keinen anderen Weg, Elite-Christen auszubilden. Man wird von Kind, von klein auf an, auf diesen Mystizismus nicht nur vorbereitet, sondern man bekommt diesen Mystizismus, wie ich weiter oben bereits erklärte, eingedrungen. Ja? Man bekommt ihn eingebläut. Man bekommt ihn eingeimpft, eingeschleust von Kind auf an. Und dann wird man ein treuer Katholik. Nichtsdestotrotz mussten die Jesuitenkollegien, wollten sie ihren Kampf gegen die Universitäten gewinnen, ihren Unterricht ausweiten und säkulare Fächer mit einbeziehen, da die Renaissance Wissensdurst geweckt hatte. Wir wissen, dass sie dies gern realisierten, wobei sie alle notwendigen Vorkehrungen trafen, dem vorzubeugen, dass diese Wissensaneignung dem Ziele des Unterrichts, nämlich den völligen Gehorsam des Denkens unter die Kirche aufrechtzuerhalten, entgegenliefe. Das ist es, warum ihre Schüler zuallererst von besagtem großen Netz von Gebeten umgeben werden. Das nicht ausreichend wäre, würde das vermittelte Wissen nicht sorgsam von sämtlichen andersgläubigen Geister und Gedankengute gereinigt. Also studierte man wegen ihres literarischen Wertes Griechisch und Latein. Ja, Latein genießt in diesen Kollegien ein sehr hohes Ansehen und ist eine tote Sprache. Der antike, rechtgläubige Gedanke aber wurde ausreichend genug behandelt, um eine sogenannte höhere scholastische Philosophie zu begründen. Diese Humanisten, die sie zu jener Zeit ausbildeten, waren in der Lage, Lehrreden zu verfassen und lateinische Verse, alleiniger Herr über ihre Gedanken aber war der heilige Thomas von Aquin, ein Mönch des 13. Jahrhunderts, den ich schon öfter erwähnt hatte. Der lebte zwischen 1225 und 1274, der ein anglikanischer Doktor der Kirche war. Ja? Ein Doktor und ein Heiliger ist er natürlich auch, ne? Der heilige Thomas von Aquin. Lesen wir in Ratio Studiorum, das habt ihr mir ja schon öfter sagen hören, Studienordnung heißt das. Grundlegende Abhandlung der Jesuitenpädagogik, zitiert von Charmeau, Zitat, wir werden säkulare Fächer, die nicht im Sinne der guten Sitten und Frömmigkeit sind, sorgsam verwerfen. Wir werden Gedichte schreiben, doch mögen unsere Dichter Christen sein und nicht Anhänger der Ungläubigen, die Musen anrufen, Bergnymphen, Meernymphen, Kalliope, Apoll etc. oder andere Götter und Göttinnen. Sollten diese schließlich erwähnt werden müssen, so geschehe es, da sie lediglich Dämonen sind, mit der Absicht, sie zu karikieren. Ende Zitat. Alle Wissenschaften und insbesondere Naturwissenschaften werden demnach entsprechend verdolmetscht. Ratio Studiorum. Und wenn wir glauben, dass wir heute wirklich mit Wissenschaften und Naturwissenschaften in dieser Welt konfrontiert werden. Nein, wir werden damit konfrontiert, was die Jesuiten daraus verdolmetschen, wie sie uns das hinbringen. Totale, absolute Falschlehre. Alle Wissenschaften, insbesondere Naturwissenschaften, werden demnach entsprechend verdolmetscht. Charmeau versucht es in der Tat nicht zu verbergen, indem er die Jahre 1943 über den Jesuitenprofessor sagt, Zitat, es gibt Unterricht in, doch nicht wegen den Wissenschaften, sondern einzig mit der Absicht, die höchste Herrlichkeit Gottes herbeizuführen. Es ist die von Sankt Ignatius in seinen
Satzungen aufgestellte Regel. Ende Zitat. Die Satzungen des Ignatius Loyola, das ist die Verfassung. Das ist nochmal ein anderes Thema, neben den spirituellen Übungen, eben auch die Satzungen der Jesuiten. Ich glaube, da gibt es ein deutsches Buch drüber von Griesinger, das ich mal irgendwann darüber lesen werde in der Hinsicht. Und noch einmal fährt der Autor fort, wenn wir von einer umfassenden Bildung sprechen, meinen wir damit nicht, dass wir alle Fächer und Wissenschaften unterrichten, sondern wir erteilen literarischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, der nicht ausschließlich säkular und undurchdringlich für das Licht der Offenbarung ist. Welches Licht der Offenbarung, von welchem Licht der Offenbarung spricht er denn hier? Spricht er von dem Licht der Offenbarung, das sich einem eröffnet, wenn man die Bibel liest, mit dem Heiligen Geist als Leiter, der uns nicht nur tröstet, sondern der uns alles in Wahrheit lehrt? Nein, das Licht der Offenbarung bei den Jesuiten kommt von Luzifer. Das sind Teufelsanbeter, das darf man nie vergessen. Noch einmal eben das Zitat hier von Charmeau. Er ist ein Jesuit, vergesst das nicht. Er sagt, wenn wir von einer umfassenden Bildung sprechen, meinen wir damit nicht, dass wir alle Fächer und Wissenschaften unterrichten, sondern wir erteilen literarischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, der nicht ausschließlich säkular und undurchdringlich für das Licht der Offenbarung ist. Die von den Jesuiten gegebenen Konstruktionen konnten daher zwangsläufig nur eher protzig als solide sein oder formalistisch, wie sie oft genannt wurde. Sie glaubten nicht an Freiheit, was hinsichtlich der Wissensvermittlung verhängnisvoll war, schrieb Böhmer. Wie schon bemerkt wurde, können wir dem jesuitischen Unterrichtswesen nur einen relativen und zeitweiligen Wert zuerkennen. Je nachdem derselbe in einer Epoche des allgemeinen Standes der Wissenschaft und der Pädagogik in Betracht gezogen wird, gestaltet sich das Urteil darüber anders. Wie es keinem Zweifel unterliegt, dass der Orden auf diesem Gebiete seine Verdienste hat, ebenso gewiss ist es, dass dieselben in dem Maße sich mindern mussten, als Wissenschaft, Unterrichts- und Erziehungswesen fortschritten und mit freiem Geiste, mit größerer Berücksichtigung der Realien und auf der Grundlage eines tieferen Begriffs der Humanität sich entfalteten. Buckle, das ist Heinrich Thomas Buckle, ein britischer Kunsthistoriker aus dem 19. Jahrhundert, welcher der Unterrichtswirksamkeit der Jesuiten in der ersten Zeit sein Lob nicht vorenthält, sagt ganz richtig, Zitat, wie die Zivilisation vorrückte, verloren die Jesuiten gleich wie alle anderen Hierarchien, die die Welt bis jetzt gesehen hat, an Boden und nicht sowohl wegen ihres eigenen Verfalls als wegen des veränderten Geistes ihrer Umgebung. Im 16. Jahrhundert waren die Jesuiten ihrer Zeit voraus, im 18. Jahrhundert waren sie hinter ihr zurück. Ende Zitat. Das meint Heinrich Thomas Buckle. Dem stimme ich überhaupt nicht zu, weil Heinrich Thomas Buckle berücksichtigt hierbei überhaupt nicht die Säkularisierung des Ordens. Heutzutage, und das heißt das, kann man einem Banker über den Weg laufen, einem Politiker über den Weg laufen, jeder erdenklichen Person über den Weg laufen und diese Person kann ein Jesuit sein. Man sieht es aber nach außen hin nicht und das ist eben zu danken an die Säkularisierung des Ordens. Natürlich gibt es weiterhin Jesuiten, die die schwarze Kutte tragen und die als Priester arbeiten und so weiter und so weiter. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Leute, die jesuitisch ausgebildet sind. Nicht nur auf Jesuitenschulen, das sowieso, aber die wirklich jesuitisch ausgebildet sind und entweder als Koadjutatoren oder sonst wie in der Gegend herumlaufen und dabei ihre säkularen Jobs machen und auf die Art und Weise dafür sorgen, dass wir Jesuiten als solche heute nicht mehr erkennen. Das war für heute jetzt aber genug. Wir werden nächstes Mal weiterlesen im Abschnitt 4, Kapitel 2, die Moral der Jesuiten, bevor wir uns dann dem nächsten Thema widmen, und da wird es dann erst richtig interessant, das kann ich euch erzählen, das heißt das Verschwinden der Kompanie.
Da habe ich natürlich schon in Herrscher des Bösen eine Menge von drüber erzählt in der Zeit. Aber beim nächsten Mal fahren wir fort auf Seite 48 im PDF, die Moral der Jesuiten. Für heute soll es das gewesen sein. Jörg von Joggler66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen Tag und dass Gott euch behüten und beschützen möge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose. Is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of a Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout these 500 years, they've been in preparation in through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession. And that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power. And that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.